Weiß ich jetzt hier. Geradeaus. Hallo! Hallo! Ja, zum Donnerwetter noch mal, was ist denn hier los? Das wissen Sie noch nicht. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Walzrauschen, er macht den Wogenkrall, er macht das Küssenpauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Na, hören Sie sich das an. So, lebe wohl, meine liebe Pauline. Ich gehe jetzt hier rein in die Kaserne zur Untersuchung beim Stabsarzt. Ja, ja, zieh dich aber bloß nicht zu weit aus. Womöglich nehmen sie dich nachher nicht. Da komme ich eben wieder zurück zu meiner lieben Pauline. Nee, du bloß nicht. Das wäre eine schöne Blamage. Beeil dich, sonst kommst du zu spät und da wirst du gleich erst einen Tag eingesperrt. Ich eingesperrt? Nee, das gibt's ja nicht. Eher erschieße ich mich. Ach du, bloß nicht gleich schießen. Kann geladen sein. Komm her, hier hast du noch einen Kittel. Oh, nun mach deine Sache gut. Auf Wiedersehen, ich komme abends noch einmal nach dem rechten Sinn. Also alles gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine liebe Pauline. Hält man sowas für möglich? Aha, hier steht schon der Posten. Entschuldigen Sie, Herr Kamerad, wo ist hier der Herr Stabsarzt? Dritte Tür links. Danke sehr, werter Kamerad. Quatsch nicht, Krause. Was? Neugebauer heiße ich. So eine Frechheit. Aber, na, was soll man machen? Unser einer ist Fremd hier und der hat eine geladene Flinte. Hier ist ja die Revierstube, wenn wir gleich einmal anklopfen. Was ist denn das für ein Kerl hier? Warten Sie draußen, bis ich Sie reinrufe, ja? Wunder, wird doch überall sein, freundlicher Empfang. Na, kommen Sie mal rein. Wie heißen Sie? Neugebauer, Stabsarzt. Ach, Paul Neugebauer, Sonsendorf? Sind Sie nicht der Kerl, von dem man sich erzählt, dass ihm im Kriege der Kopf weggeschossen wurde? Jawohl, Herr Stabsarzt. Aber das ist inzwischen wieder verheilt. Sie sind ja ein toller Kerl. Also ziehen Sie sich mal aus. Wie denn alles? Na ja, wollen Sie vielleicht Kragen und Schlips umbehalten? Na ja, wie Sie meinen, Herr Stabsarzt. Also sagen Sie mal, haben Sie Vögel unter Ihrem Hut? Nein, Herr Stabsarzt. Na, ich will damit sagen, Ihren Hut brauchen Sie absolut nicht abzunehmen. Na, da ist ja gut, dann lass mal oben. Na, also runter mit dem Deckel, alter Schafskopf. Na. Bisschen schneller mit dem Ausziehen. Runter mit dem Hemd. Kommen Sie mal jetzt hierher, stellen Sie mal hier gerade hin. Na, schöne Figur haben Sie ja nicht. Nee, man muss zufrieden sein, Herr Stabsarzt. Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Nee, das sehen Sie schon. Drehen Sie mal um, atmen Sie mal. Gut, nun bücken Sie sich mal. Wie bitte? Sie sollen sich bücken. Das ist mir aber peinlich. Baden müssten Sie auch wieder mal, alter Freund. Wann haben Sie das letzte Mal gebadet? Ja, so genau kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Tja, das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Nee, das sehen Sie schon. Und dann lassen Sie mal sofort Ihre Haare schneiden. Es gibt keine Soldaten mit Künstlermähne. Nee, ich bin ein verlustiger Wehen, bitteschön. Haben Sie denn mal überhaupt was mit künstlerischen Dingen zu tun gehabt? Nee, bloß mit künstlichen Dingen. Das glaube ich, daran zweifle ich nicht, Sie Ignorant. Nee, Landwirt, Herr Stabsarzt. Ja, ist schon gut. Hey, das ist ja unerhört, gerade so wie das aussieht. Also Abwasch, Sie sind untersucht, sind tauglich, gehen Sie jetzt auf den Kasernenhof und melden Sie beim Herrn Kompaniechef. Ja, soll ich so rübergehen oder kann ich mir die wenigsten erste Hemden anziehen? Steht der Kerl immer noch so da? Aber raus jetzt, ziehen Sie sich draußen weiter an. Raus, Sie Dussel. Nein, Landwirt, Herr Stabsarzt. Raus! Kamerad, wir stehen hier an der Bahre des Füsiliers Johann Gottlieb Schulze. Kraftvoller Soldat gewesen. Kammerexerzierer, zuverlässiger Schütze. Angesichts dieses braven Mannes fragen wir uns, wie konnte es Gott in seinem unerforschten Ratschluss gefallen, gerade diesen aus unserer Mitte zu reißen? Warum nicht irgend so ein anderes Schwein wie der Witraschewski? Kerl, wie der da steht, sinke hoch tiefer! Sowas liegt! Angesichts dieses braven Mannes fragen wir uns, wie konnte es Gott in seinem unerforschten Ratschluss gefallen, gerade diesen aus unserer Mitte zu reißen? Warum nicht? Hab ich mal gedacht. Bin ich raus. Kommt nur durch der Witraschewski, der Kerl. Angesichts dieses braven Mannes, dieses bleichen Mannes, Kameraden, ich stehe nicht als Pfarrer, Donnerwetter, normal. Bin auch kein Redner, kein Freund vieler Worte. Also, kurz und bündig, der Fusilier Johann Gottlieb Schulze, er ruhe sanft und noch einmal sanft. Wie schon? Leise wegtreten. Lieber Raum, das liegt zum Museum, lohnt sich nicht mehr. Rot in deine Haare, August, August.
golden Jahre. August, August, keiner hatte Locken, so wie du. Keiner trug die Socken, so wie du. Keiner war die Kämme, so wie du. Trug das steife Hemme, so wie du. Oh, du lieber Augustin, alles ist hier. Am Kronleutz hängt, sind wir noch nicht richtig im Schuss. Solange nicht die Hose am Kronleutz hängt, da schmeckt uns kein Sekt und kein Kuss. Solange nicht die Hose am Kronleutz hängt, wird nie eine Dummheit gemacht. Solange nicht die Hose am Kronleutz hängt, wird nicht an die Barbar gedacht.